Seid gegrüßt und willkommen zur 12. Episode meiner Shortest Trip to Earth Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir müssten mal unser Schiff reparieren, weil wir haben ein paar große Löcher im Rumpf, würde ich mal so behaupten. Wenn wir mal F11 drücken. Ja, sehr kaputt. Das sind die Tubes. Ah, hier ist noch so ein großes Loch. Hier ist noch ein kleineres Loch, aber auch recht groß. Noch ein kleines Loch. Wir müssen unbedingt reparieren. Und irgendwie mal was auffüllen. Mal schauen, wo wir am besten hin können. Gab es hier was zum Reparieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, hier konnte man reparieren. Mark all critical damage für 100. Ist recht günstig. Wir könnten versuchen, ein paar Exotics zu verkaufen. Oh, was jetzt wieder? Feuer? Okay. Aber, oh gut, die Station löscht. Nice. Exotics verkaufen. Dann können wir Reparaturen kaufen. Für 200, das, was wir nicht reparieren können. Moment mal. Exotics. Brauch noch ein bisschen. Ja, das müsste reichen. Also, oder mal eben alles für 550. Oh Gott. Das, was wir selber nicht reparieren können, kostet 200. Die wir jetzt zusammen haben. Mache ich das schon mal? Okay, es sind halt diese großen Löcher, oder? Oh, das hier nicht, weil wir das selber reparieren könnten. Verstehe. Oh, oh, oh. Ist denn irgendwas Wichtiges noch kaputt? Engine ist noch ganz. Microgrey ist kaputt oder ausgestellt. Warum? Wir hätten noch genug Energie. Warum ist das turned off? Ist doch wieder an. Oder? Hm. Wäre halt gut, wenn da jemand reingehen würde, wie du zum Beispiel. Hm, aber was reparieren wir noch? Am besten ja alles. Also Kampfroboter wäre schon cool. Cyborg Intelligence Monk. Super intelligent und immer glücklich. Gepanzert und feuerfester Körper. Leider haben wir dafür kein Geld. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Schäden reparieren. Wie viele Exotics haben wir? 6. Ich verkaufe mal erstmal 3. Oh, Damage 350. Ja, super. Und Fuel verkaufen wäre auch nicht so die tolle Idee, denke ich. Wir haben halt kaum was. Ja, ich verkaufe etwas Fuel, aber das bringt mir ja nicht wirklich was. Ne, das lassen wir mal lieber. Wir docken mal ab und hoffen, dass wir nicht weiter angegriffen werden. Oh, Best Ship Repairs. Verdammt, da hätte ich hinfliegen sollen. Natürlich fliege ich wogegen. Danke. Für 300 nur. Wow, hätte ich echt viel sparen können. Hm. Oh Mann. Okay, wir verkaufen hier die restlichen Exotics. Nur bei 223. Dann verkaufen wir noch... Ja, Organics können wir auf keinen Fall verkaufen. Wir können ein paar Synthetics verkaufen. Und wir auf die 300 kommen. Und reparieren alles. Also das ist schon wichtig, weil... Sonst überleben wir die Kämpfe nicht. Ich frage mich auch gerade, warum der Schild so gering ist. Meiner Meinung nach... Oh, wir haben das Schildmodul verloren. Das... Oh, oh. Moment mal. Science Lab. Point Defense. Cryo-Dingsbums. Hm. Moment, wir haben für 8 Leute. Wir haben 11. Okay. Hm. Haben wir denn hier noch ein leichter Reaktor? Medbay. Hm. Wir haben gar kein Long Range Engine. Hm. Nee, Spitter. Hm. Laser. Laser sind eigentlich immer gut. Können wir hier draußen vielleicht noch so ein Dings bauen? Internen Slot, ne? Schade. Synthetics Container. Hardpoint. Da kann ich auch selber reinstecken, so ein Hardpoint-Ding. Ja, das hier zum Beispiel. Haben wir jetzt wirklich 50 plus 7? Ja.
Ja, dann halt so. Schade. Vielleicht können wir noch ein paar Organics kaufen von unseren 36 Credits. Gut. Oh, wieder falsche Taste. So. Wir müssen nun aber weiter erkunden. Hier waren wir. Nee, Moment, wir sind hier unten. Dann eben noch hier oben hin. Was? Ach so. Wir könnten Sachen craften. Synthetics Container könnten wir machen. Fuel Pack und Synthetics Pack. Hm. Egal. Gibt es hier ein Shield Pack oder so? Oder so ein Unknown irgendwas? Nö. Bioreaction Engine? Nee. Alliance Effector, okay. Anti-Armor Nuke? Okay. Irgendwie sagt mir was, dass wir hier schon waren. Waren wir hier schon? Oh, ein massives Objekt. Ein beschädigtes Alienschiff, was im Weltall hier umherdriftet. Die Verteidigungssysteme sind aktiv, aber es reagiert nicht auf unsere Kommunikationsversuche. Die Biotechnologiestruktur zeigt uns, dass es ein fortgeschrittenes Level von Technologie ist. Okay. Wir könnten ein Boarding-Team schicken, um das Schiff zu neutralisieren oder versuchen, darauf zu feuern, um die Verteidigung kaputt zu machen. Wir versuchen es mal damit. Wir haben das Schiff beschädigt, aber es konnte... Was? Mit Warp Drive abhauen? Es hat auch zurückgeschossen und hat unsere Hüllenintegrität beeinträchtigt. Ja, wow. Aber wir haben dafür 52 Credits bekommen. Yay. Und wir haben keine Explosives mehr. Ups. Dann sollten wir mal weiterfliegen. So, Sektor. Wir sind von hier gekommen, sind hier hingeflogen, könnten hier hin und dann hier und dann so. Und wir fliegen hier nach Friends. Ein Handelssignal, drei Planeten und zwei Flotten. Ja, wir fliegen da mal hin. Was soll schon schief gehen? Oh, ich habe die Leute wieder nicht in Kryo-Schlaf geschickt. Scheiße. Oh, kommen direkt irgendwelche Händler an. Ja, irgendwas hier, fühlende Wesen, Grüße an euch. Lass uns handeln für unser beiderseitigen Profit. Unsere Preise können selbst mit dem großen Treibstofffirmen mithalten. Also ziehe mein Angebot vorsichtig in Betracht. Keine Rückgaben, nebenbei gesagt. Und ich hau ab, nachdem wir hier fertig sind. Aha. Also hier gibt's nur Fuel. Fuel, toll. Tschö. Und kommt noch einer an. Auch die besten Preise. Zwei Dual Cannons für 400 Credits. Ja, alles nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich habe kein Geld, leider, Typen. Ich hoffe, das waren die beiden Flotten. Wir gucken mal, was der Planet hier für uns bereithält. Lebloser Planet. Die habe ich am liebsten. Eine Warn... Nachricht. Oh oh, eine zerstörte Station. Okay. Mit einer planetaren Kanone. Und da gibt es Exoskelette von insektoiden Soldaten. Die wurden wahrscheinlich durch ein militärisches Angriffsteam getötet. Aber die... Ach so, ja, die Station wurde nicht gelootet. Okay. Wir nehmen halt alles raus, was wir kriegen können und die Kanone könnten wir auf unserem Schiff installieren. Oh, nett. Gucken wir mal. Attack Cannon, die will ich erstmal mitnehmen und mir genauer anschauen. Braucht natürlich Explosives. Die wir natürlich auch wieder haben. Death Ray. Machen wir ihn weg da, so. Auch ein Laser. Plasmakanone. Rail, irgendwas kann. Die verbraucht Metall, ne? Das fand ich ja nicht so super. Dann lieber Explosives verbrauchen. Schön. Wovon wir 40 haben. Hm.
Was soll schon schief gehen? So, fliegen wir zur Station. Wir fliegen erstmal zu dem Plan. Nein, als erstes kommen die Leute alle in Kälteschlaf. So, Load. Dann geht mal alle pennen, also alle 8 vermute ich, die ich hier zugeteilt habe. Yep. Oder? Ja, 8 Leute. Gut, dann fliegen wir mal sparsam weiter. Okay, ich fliege doch erst hier hin. Und auf dem Gasplane werden wir wahrscheinlich nichts Wichtiges finden. Das habe ich ja nicht gesehen, was das war. Stark elektromagnetische Interferenzen halten uns davon ab, die Oberfläche vom Planeten vom Orbit aus zu scannen. Wir können nicht sehen, was sich auf der Oberfläche befindet, solange wir nicht die Atmosphäre da eindringen. Okay, wir erkunden mal. Friends 5. Eine hautartige Membrane bedeckt den gesamten Planeten. Das Wort kenne ich nicht. Es scheint ein einzelner großer Organismus zu sein, der die gesamte lokale Wasser irgendwas kontrolliert. Blasen von zuckerhaltigen organischen irgendwas Lebewesen kommen nach außen auf die Oberfläche. Wir könnten dieses Zeug abernten, aber wir könnten es auch komplett unberührt lassen. Erforschen und ernten von diesem Bubbelsirup für 20 Treibstoff oder untersuchen, abernten von diesem Organismus selber oder nur untersuchen und nichts anfassen. Haben wir Synthetics? Wir haben 317. Ich würde aber lieber diesen Sirup, der abgestoßen wird, untersuchen, weil der wird ja abgestoßen und wird nicht gebraucht und könnte vielleicht nützlich sein. Okay, war erfolgreich, keine Unfälle. Und eine Probe von dem Organismus, also lebende Probe. War unmöglich, die zu bekommen. Oh, weil dieses Gewebe sofort zu giftigem Schleim geworden ist, als man es getrennt hat. Aber die Information über so einen planetenweiten Organismus ist sehr wertvoll. 112 Xenodata, also Credits. Und wir haben natürlich was zu essen bekommen. Sehr gut. Organics Exchange auf der Space Station ist auch gut. Wir fliegen erstmal zu diesem Gasriesen. Natürlich wieder ohne zu scannen, was es ist. Okay. Können wir nichts machen. Dann zur Raumstation. Angedockt. Ah, Container für Organics haben sie hier. Reparaturen nicht. Und natürlich Organics, die wir hier käuflich erwerben können. Gut, dann kaufen wir mal einige ein. Ich würde sagen, so für... Wir haben ja eben 130 oder so eingenommen. Ich würde sagen, wir nehmen auch für 130 Organics mit ungefähr. Treibstoff haben wir 704. Ich glaube, wir haben sogar noch Treibstoffpacks hier drin. Ne, Synthetics Pack, okay. Auch gut. Zur Not kann man noch Sachen auseinanderbauen, um Rohstoffe rauszukriegen. Das passt schon. Gut, dann sind wir hier auch durch in diesem System. Und fliegen wir weiter nach Core. Ich würde aber auch gern hier hin. Oder hier. Naja, ich fliege hier oben hin. Ja. Schauen, was hier so abgeht. Oh oh. Was ist hier? Was hier? Was hier? Okay. Ein altertümliches Objekt. Oder ein künstliches Objekt, eher gesagt. Artificial heißt künstlich. Es ist eine Wolke künstlicher Objekte, wahrscheinlich die Überreste eines Weltraumkampfs, ja. Es könnte, nicht explodierte Minen können hier noch sein, aber auch Ressourcen, die wir hier abernten können, oder bergen können. Ein Warp-Poo, Sprungkacke, okay. Von halb verdautem Plastik. Wahrscheinlich ausgestoßen von Warp-Animals, also Sprungtieren. Okay, 70 Synthetics. Gut.
Wir fliegen mal etwas hier rum oder scrollen mal raus. Vielleicht finden wir um diesen großen Stern irgendwas, aber ich sehe hier auch keine Linien. Das heißt, hier ist nichts, das drum herum kreist. Wir fliegen mal näher ran. Was ist denn das hier? Ach, so eine Wolke, okay. Ach, können wir uns da theoretisch drin verstecken? Oh, ein Schiffswrack mit SOS-Signal. Wir gucken mal, ein kaputtes Schiff. Kein Überlebenden, außer das SOS-Signal und ein paar, wenig strombrauchende Systeme sind noch aktiv gewesen. Wir haben einfach mal alles, mitgenommen. Gut, natürlich ist es wieder zu voll von den Synthetics her, aber wir machen daraus natürlich Treibstoff und können dadurch weiterfliegen. Wir können ja noch etwas weiter hier erkunden. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wo wir etwas erkunden sollen. Sensorreichweite reduziert. Aber immer nur in diesen dichteren Asteroiden-Dingern. Großer Stern, ja toll. Okay, dann weiter in den nächsten Sektor, würde ich dann mal behaupten. Hier rein. Warp. Und natürlich wieder etwas Feindliches, was uns wahrscheinlich sehr schnell angreifen wird. Ein sich näherndes Schiff, ein mittelgroßes Schiff. Okay, wir rufen es mal. Oh. Avatar des Chaos. Sie heißen uns willkommen in diesem Territorium. Niemand entkommt der Kraft des Zufalls. Wir müssen das akzeptieren. Und ein Geschenk des Chaos empfangen, bevor wir in Frieden gehen lassen können. Okay. Ich möchte das Geschenk des Chaos nicht haben. Vor allem nicht, weil es erzwungen ist. Also bereiten wir uns auf einen Kampf vor. Ein kleineres Schiff kommt noch dazu. Juhu. Oh, wir haben die Leute nicht aufgeweckt. Scheiße. Machen wir eben so. Load all. Nee, verdammt. Load all. So rum. Nee, Moment. Hä, habe ich das falsch rum abgespeichert? Jetzt bin ich total verwirrt. Ihr steht doch alle auf, oder? Nö. Fuck. So. Okay. 16 von 33 Energie. Oh Gott, die haben alle zu viel Energie. 29 Ausweichrate. Q9, Q5. Das hier ist klein, aber beide haben Schilde. Das ist nicht schön. Okay, auf das Kleine. Wir greifen natürlich alle wieder an. Ein Newcomer noch. Das war die. Oh, die verbraucht auch Explosives. Ach, das ist ja die neue. Okay. Gut. Wir greifen mit der Attack Cannon dieses Ding an. Hier ist doch wahrscheinlich so ein Reaktor, oder? Nö. Hier? Nee, das ist Engine. Warp Drive. Biotech Reactor. Und das hier ist auch einer. Okay. Greifen wir den mal an. So, und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so greifen hier an. Warp Drive? Nee, hier sind Reaktoren. Warum sind die alle auf einem Haufen? 2, 3, 4 und gucken, was passiert. Wo ist 1? Und warum greift 1 nicht an? Ah, greift es gleich an? Bam, bam, bam. Ja, abgewehrt. Ja, schade, dass wir kein Schild haben. Oh. Oh, diese Plasmakanone. Piu. Fliegt natürlich daneben. Aber wir haben deren Schild schon kaputt. Und diese Kanone, die braucht ja super viel Zeit. Ich glaube, wir greifen damit doch mal hier an. Oh, wir haben aber schon die Reaktoren kaputt gemacht. Wow. Ja, dann halt weiter drauf ballern. Und einer von euch schießt mal. Du bist Warprey. Okay. Du greifst hier mal an. Bei den Schild hier auch irgendwie schwächen. Oh, es hat die Kanone angegriffen. Nee, das ist Plasma-Ding. Unser Schild hat noch gehalten. What the fuck? Autsch. Oh ne, wir müssen hier mehr angreifen hier oben. Dass der Schild weggeht. Eins greift hier unten an und verfehlt natürlich. Wow. Trefferrate von dem Ding ist aber auch nicht so super.
Oh, es hat aber gut getroffen. Jetzt ist der Schild aber wieder oben. Ach, Kacke. Aber hier, das hier kriegen wir noch schnell kaputt, denke ich. Moment mal eben, die Waffen wieder hier angreifen lassen. Die Kanone vielleicht auch mal wieder hier drauf schießen lassen. Vielleicht kriegen wir das Ding dann schneller kaputt. Oh ja, das ist daneben. Danke, Kanone. Orbitalkanone. Was? Floral Bird Bug? Moment, was? Enemy Ship Swarming Up its Warp Drive. Achso. Welches von beiden denn? Hä? Enemy Ship Warming Up. Das heißt es, okay. Almost full. Synthetics contain is almost full. Ja, danke. Ja, welches Ding? Warte, du hast. Moment, wo ist denn dein Warp Drive? Du siehst nicht aus, als wenn du einen Warp Drive noch hättest. Warp Module Slot, der sieht leer aus. Warp Drive, ja. Wer errät, wo ich jetzt wohl angreifen werde? Aber die Hauptkanone kann sich wieder hier angreifen. Das ist kaputt. Das wird wohl keinen Warp-Sprung mehr schaffen. Ich hoffe, alle Waffen sind hier drauf ausgerichtet. Nö, jetzt aber. Wir haben nur noch 4 HP, ey. Kacke. Bam. Ja, es ist auch gleich vorbei mit dem Schiff hier. Und da fliegt das Plasma-Ding. Bumm. Ja, mal gucken, was wir kriegen. 3 Module. Keine Explosives, schade. Ah, was zu essen ist gut. Engine. Kanone. Okay, dann muss ich mal wieder austauschen hier. Convert to Fuel. Craft Pack. Ja, geht gerade nicht. Muss mal eben schauen, was ich hier nicht brauche. Leichter Reaktor. Bauen wir auseinander. Das Gute ist, wir reparieren gerade und verbrauchen Zeug. Cannon. Synthetics Pack, wie viel ist denn da drin? 60. Auch erstmal raus. So, haben wir schon mal 2 Plätze. Biotech Engine Type Floral. Es hat 13, das war doch die Auflade. 13% Bonus nur, schade. Plus 2 zu Dings. Und Asteroiden-Ausweichrate hat mein Ding. Und mein Ding ist auch schneller. Also verbraucht nur 26 auf 100. What the fuck? Ja, okay. 4 weniger. Dann brauche ich das hier mit ruhigem Gewissen auseinander. Oh, noch mehr Organics. Egal. Aber hier die tollen Kanonen, die packe ich mal ein. Und guck mir das dann richtig an. Oh, die brauchen Nahrung. Ja, genau. Lass mal lieber. Dann craften wir Packs. Oh, kein Platz für Packs. Schade. Aber Fuel können wir hier rausmachen. Todes irgendwas Laser. Ja, wir machen Fuel draus. Was soll's. Gut, dann haben wir doch noch einen Kampf abschließen können hier auf dieser, in dieser Episode. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr die Episode ja gern bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die nächste Episode nicht zu verpassen, dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.